Wir sind RWE, ich bin mit dem Jörg und mit dem Steven hier. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, was soll ich sagen, die erste Halbzeit fand ich genauso beschissen wie das Spiel gegen Elversberg. Ja, nach dem 2-0 sind wir endlich aufgewacht und haben gemerkt, die anderen können auch nicht mehr wie wir. Wir können, wenn wir nach vorne spielen, auch Tore schießen. Aber das fehlt mir einfach. Der Druck nach vorne fehlt mir. Wir dürfen uns einfach nicht so schnell auch mal auskontern lassen. Das waren jetzt die ersten, sag ich mal, 90 Minuten schon so eine Scheiße. Und jetzt die ersten 45 Minuten Duisburg wieder. Also ist echt, also vom Mittelfeld nach hinten muss noch eine Menge passieren, würde ich sagen. Okay, wie siehst du das? Ähnlich wie mein Vater, aber ich sag mal, er gibt der Mannschaft von Elversberg die Chance nochmal. Aber ich muss das als Trainer auch sehen, du hast die erste Halbzeit gesehen, das funktioniert nicht. Das funktioniert, die Abwehr war am Schwimmen bis zum geht nicht mehr. Ich finde, wir hatten gar keine Zentrale, nix, da hat überhaupt nichts funktioniert. Da hat er hinterher ausgewechselt, umgestellt ein bisschen, zwei Spitzen vorne rein und ich finde, dann hast du einen ganz anderen Zugriff aufs Spiel bekommen. Ein Eisfeld war im Mittelfeld auf einmal viel präsenter als ein Harenbrock, ein Engelmann. Auf einmal lief das, ne? Warum auch immer. Klar, kriegst dann durch das, glaube ich, durch das 2-1 kriegst du nochmal einen Schwung. Ne? Nach dem 2-2 hast du auch nochmal gemerkt, da wollten sie, aber das muss der Trainer sehen, da muss er viel eher sehen. Also wir können ja froh sein, dass wir in die Halbzeit mit dem 1-0 gegangen sind. Also ich hatte besonders das Gefühl, als der Sponsel und der Römmling reinkamen, dass da viel mehr Druck über außen kam. Wie habt ihr das gesehen? Ja, die Bewegungen wurden auf einfach ganz anders. Ne? Mhm. Du hast gesehen, es ist auf einmal Zug nach vorne. Ja? Und das muss auch sein. Und das muss der Trainer auch den Spielern vermitteln. Und nicht immer dieses hintenrum seitlich, dieses Angsthasen. Wir müssen nach vorne spielen. Wenn du vorne 4 Tore machst, kannst du auch hinten 3 kriegen, ist mir scheißegal. Aber du musst einfach diese Angst verlieren. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, ich finde, also mit Sponsel und Römmling kam mehr Bewegung rein. Du hast davor das Gefühl gehabt, die Abwehr war total überfordert. Da ging ja gar nichts. Ob das ein Heber war, ob das ein Herzenbruch war, Plichati. Ey, da sind Leute, die waren letzte Saison, weißt du selbst, die waren ja standfest hin. Da kam ja nichts durch. Und ich habe das Gefühl, seit Elversberg und heute, da geht gar nichts. Also die sind total überfordert. Aber durch Römmling und Sponsel kam ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Action auch. Immer die Außen vor allem. Du hast ja vorher gehabt, Enali wurde angespielt, aber Entschuldigung, nur Scheiße. Und über Easy kam gar nichts. Die ganze linke Seite war tot. Und das war gegen Elversberg schon der gleiche Blödsinn. Was würdet ihr euch wünschen an Änderungen gegen Viktoria Köln? Ja, Änderungen. Ich sag ja, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach keine Angst haben, offensiver nach vorne spielen und dann klappt das auch schon. Okay. Mehr Basics, wie nach dem 2-0. Mehr Kampf. Die haben sich dann auf einmal reingefeuert, dann sind sie gerannt. Du hast ja vorher die Bälle verspringen lassen, das war nichts. Und gegen Viktoria einfach nur die Basics. Einfach nur die Basics. Dann kriegst du die Fans und dann läuft das von alleine. Mehr oder weniger. Dann sage ich Dankeschön, schönen Abend, kommt gut nach Hause. Wir sind RWE!